So, und da sind wir wieder bei GTA 5. Direkt weiter hier. Und wir wollten noch zu Franklin, da haben wir noch was zu erledigen. Irgendwas. Hier sind die Ölbohrtürme. Schnauze. Aggressives Fahren auch wieder hier. Sehr schön. Hey, Franklin, what's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problems started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man, yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Ist auch verrückt, wenn man sich überlegt, wie die beide sich eigentlich kennengelernt haben. Naja. Totgesagte leben länger. Treffgenauigkeit, na gut, da haben wir nicht so jetzt so, haben wir nicht so gut abgeschlossen, aber gut. Dann soll es eben so sein. Aber die Story entwickelt sich schon echt krass so langsam. Wenn man sich überlegt, wie die beiden sich so kennengelernt haben. Und ja. Ach, das ist Franklin. Okay. Michaels Fähigkeit, wollte ich sagen. Ja, dann, was wollte ich sagen? Wenn man sich überlegt, wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben und wie sich das jetzt so entwickelt, ist schon eine krasse Story. Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. I did you a favor. Never! I hate you! Tja. Tracy wird schon irgendwann verstehen. Und wir wechseln mal zu Trevor. Und gucken mal, was der noch so für Aufträge hat. Das können wir ja mittlerweile mal so hin und her schwenken. Das ist ja auch mal ganz cool. So. Dein Ernst, Trevor? Dein Ernst?
Ich habe keine Waffen. Na gut. Hey, Onkel T, hier ist Jizzle. Jimmy D, what? Hier ist Jizzle, Jimmy D, der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Delphi hält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich hauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal so saufen gehen oder so. Jay. Ja. Das können wir auch sicherlich irgendwann mal machen. Oh, was haben wir denn hier alles schon? Ah, schön. Bullshit. Tschüss. Warte mal. Nein, es muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich? Brad. Joa. Ja, wir wissen ja, dass Brad tot ist. Mittlerweile, aber naja. Ich weiß nicht, ob Trevor das so ganz genau weiß. Bin ich mir ja nie so sicher. Haben wir denn hier nochmal eine Nebenquest oder sowas? Was ist das hier unten? Das ist eine Randale. Oh ja, eine Randale können wir mal machen. Randale! Yippie! So. Ja, dafür haben wir eigentlich auch noch ganz gut Zeit, würde ich mal sagen. Randale! So. Was läuft denn eigentlich gerade für eine Musik? Kelly Rowland, okay. T, wie sieht es eigentlich in Los Angeles? Wie ist es in Los Angeles? Wir vermissen dich. Wir vermissen dich wirklich. Hör zu hier. Schreiben sie mir alle. Big Bad Ron. Okay. Wir vermissen dich wirklich. Hör zu, hier leben überall komische. Ich habe überall komische Leute rumgeschnüffelt. Niemand ist glücklich darüber, dass. Und es ist schwer für mich, als kommissarischer Geschäftsführer meinen Job zu machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst und mir hilfst und für immer hier bleibst. So wie wir das besprochen haben. Ich habe Angst, dass dich die Echsenmenschen Los Santos erwischen. Sie sind da. Die Lost erscheinen eine Menge Probleme zu haben seit deinem letzten Besuch. Die Unirs sind auch voll wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, sie wurden entführt. Aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf. So ein paar Chinesen haben ja auch rumgeschnüffelt und sich im Ort nach dir umgehört. Vermutlich sind es die Typen, mit denen der Deal geplatzt ist. Aber das konnte ich nicht bestätigen. Naja, wie dem auch sei. Ich vermisse dich, dein Geschäftsführer, kommissarisch. Hör auf, so ein Weichheit zu sein. Verdien Kohle. Ist das wirklich so geschrieben? Lol. Verdien Kohle für uns und wenn jemand dem Laden zu nahe kommt, mach, was ich dir gezeigt habe. Eispickel in den Hinterkopf und das Gehirn mit dem Stroh im Rauch schlüpft. Alter. Alter. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Besuch. Das ist okay. Für was hältst du mich? Einen degenerierten Penner? Du bist wie mein Sohn, wenn mein Sohn ein fetter Verlierer wäre. Was er nicht wäre. Was er nicht wäre, okay. Ich liebe dich. Du musst einer von den Guten sein. So wie ich. Weniger Gras, mehr Meth. So kriegst du was auf die Reihe. Ja, okay. Ammunition. Heavy Weaponry. Okay. Lol. Welcome to the Alamo, the Jewel aus Los Santos. Okay. Was da nicht alles gibt. Und das Auto ist ja immer noch getuned so ein bisschen, ne? Sehe ich gerade. Ja. Geht auch so ein bisschen gut ab. So, hier rein. Nur die Farbe halt irgendwie nicht mehr. Aber gut, das ist halt so. Yo, yo. Bitches. Was haben wir an den Waffen dabei? Hey, ese, ¿qué onda? You say, amigo? Where you from, Bato? It's none of your business, huh? Okay? Hey, huh? It's a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? Huh? What's a big fucking deal? Huh? You fucking racist! And before you fucking ask, chill, Holmes, chill. No, I'm not a motherfucker. Oh. Oh oh. Alter, was hier los ist. Lad nach!
Das war ja falsch. What kind of joke gangsters are you? Okay, wir gehen wieder in den Modus. Alter. Durch das automatische Ziehen ist das ja schon ein bisschen unfair. Alter. Alter, was hier los ist? Okay. Da schaffen wir ein bisschen mehr als 30. Lol. What the fuck? I'm putting the Vagos out of business. Wo er recht ist, hat er recht. Okay, 11 Sekunden, ne? No? 50 Kills. Das wird doch gehen. Geschafft. Erledige 6 Gegner mit Kopfschüssen. Oh. Wertung 2 von 3. Okay. Joa, das war's auch schon wieder für diese Folge. Na, eigentlich war es das nicht für diese Folge, aber müssen wir halt mal ein bisschen kürzer machen heute. Boom. Oh, das war nicht gut. Na doch, es ging. Alter. Ja. Fump. Alter. Ich glaube, wir machen noch eine Kopprandale hinterher. Okay, das hat Spaß gemacht. Oh Mann. Aber wir können ja nochmal in Ammunition und mal gucken, was da noch so Neues ist. Das wollte ich nicht gerade nochmal machen. Und ziehen wir die Folge doch noch ein bisschen. Machen wir noch so ein bisschen was nebenher. Ist ja auch mal ganz schön. So, wir kommen im Krankenhaus raus, ne? Ja. Wie viel Geld haben wir noch? 101.000. Ja, das geht. Können wir eigentlich mal Immobilien in Aktien investieren oder sowas, ne? Hallo? Stehen bleiben. Ich habe gesagt, stehen. Nein, das mache ich nicht. Das wäre ein bisschen unklug gerade. So, wo ist denn hier der Ammunition? Hier ist der Ammunition. Nein, ich mag dieses Lied nicht. Keine Ahnung, was es war, aber. Können wir da durch? Nein. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir hier so durchfahren können, aber das ist mir ein bisschen zu riskant gerade. Ach, wir müssen da rüber, genau. Okay. So. Wo ist der Ammunition genau? Ach, da vorne. Hier? Ah, hier. So, aussteigen. Das war ich nicht. Das war ich nicht da hinten. Das war ich nicht. So, was haben wir denn hier so? Hallo. Holy shit. I could smell you before I could see you, dude. Tränengas. Oh, was haben wir denn hier Neues?
Had a pregnant lady buy a flamethrower from me earlier. Husenberg Bleispritze, das ist auch gut. Was haben wir denn hier alles? Das haben wir alles schon gekauft, so, ne? Was ich gerne mal machen würde. Vielleicht, was benutzen wir denn auf den Karabiner? Vielleicht so. Okay. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Randale. Oh. Tankstelle. Ich bin schon ein bisschen, Fump. Alter. Fump. Ich müsste den Karabiner ausrüsten, genau. Kommt doch her! Ich sehe euch nicht. I gotta reload. Da kommen die ersten Cops. So. Können wir mal versuchen, so viele Sterne wie möglich zu kriegen. Tschüss. Sind jetzt drei. Und Fump. Und Fump. Alter. Ist schon ein bisschen overpowered. So, kommt der nächste? Geil. Alter. Okay, Alter. Scheiße. Und Fump. Alter, 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 Alter. Oh, jetzt sind wir gestorben. Na gut, damit dann bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin.